Und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront Beta mit dem Len 16 und dem Drachenburschen. Und ich habe mir hier noch einen Thermaldetonator in die Hand gelegt, damit wir hier starten können in den neuen Modus. Das sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus hier, aber das lädt bestimmt gleich nach. Und dann sehen wir auch, was wir auf Assault spielen. Haha, seht ihr. Auf Hoth sind wir unterwegs. Und ja, unsere Aufgabe ist es, die AT-ATs zu zerlegen oder eben... Nee, wir sind die... In dem Fall doch, wir sind das Imperium, das heißt, wir müssen nicht die AT-ATs zerlegen, sondern wir müssen mit den AT-ATs alles zerlegen. Ja, so rum. Ja, wir müssen die Uplinks offline halten, damit die Y-Bomber die Position nicht bekommen und somit... Y-Wings. Es sind aber Bomber. Ja, das ist richtig, aber es sind trotzdem Y-Wings. Ist ja egal. Ja. So, ich bin hier an meinem AT-ST. Das ist schön. Len holt sich schon wieder die ganzen Kills. Ach, AT-ST, okay, gut. Ja. AT-ST. Ich hatte AT-AT. Das AT-AT gedacht, aber. AT-AT Upgrade Power-Ding, weiß ich nicht, wo es ist. Okay. Ich weiß noch gar nicht, wo die Power-Ups sind, weil ich das gerade hier zum ersten Mal spiele, den Modus. Ja. Die Fahrzeugsteuerung ist übrigens sehr, sehr hibbelig, weil es extrem sensitiv ist. Okay. Ja, werde ich dann auch bestimmt noch rausfinden, wenn ich mal ein Power-Up finden würde. Ja. Vielleicht finde ich auch das Darth Vader Power-Up. Die gab es ja damals, die Helden. Doch, die gab es glaube ich auch schon zu spielen. Gab es die schon zu spielen in der Gamescom-Version? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe sie nicht gespielt. Hier liegt irgendwas zwischen den Beinen. Ich sehe gerade keine Gegner. Oh, da ist einer. Ich habe ein Power-Shield gefunden. Na gut, was soll's. Aber da ist ein... Oh, da ist ein TIE Fighter. Oh, ich will den TIE... Ich will sowas von den TIE Fighter. Und wie ich den TIE Fighter will. Ja, den will ich auf jeden Fall. Dann seht ihr gleich mal den TIE Fighter Power-Up. Okay, und wie aktiviere ich den dann? Rakete! Ach, 4? Ups. Ach, okay. Dauert genau. Ein bisschen. Ah, und dann kommt man direkt. Okay, direkt rein. Ja. Jetzt mit Maus und Tastatur das Ding steuern, das wird auch Lust. Das okay, geht. Doch, das geht. Das geht, ziemlich, Tatsache. Das geht ziemlich gut. Oh, da unten ist Held. Held? Ich steig schon aus. Loop. Ich steig aus. Nee, ich hol mir Vader. Okay. Ganz einfach. Ich muss hier erstmal noch ein bisschen mit der Steuerung üben, aber sonst fliegt hier auch gerade keiner rum. Doch, da ist so. Einer, aber das war auch ein TIE Fighter. Vader! Kein X-Wings in Sicht, die ich abschießen könnte. Oh, aber irgendwie hat mich gesehen. Erst zum zweiten Mal einen Helden. Okay. Ja, geil. The power of the dark side. Vader ist so genial, der springt nicht, der schwebt vom Boden weg mit der Macht. Ah, nice. Klingt echt gut. Ja, ich fliege hier gerade noch ein bisschen verplant rum, weil ich nicht so recht was sehe. Ups, ich bin sehr weit geflogen. Holy crap. So. Was man sich hier anschauen kann, ist, wir können hier jemanden würgen, falls irgendwo mal Gegner sind. Siehst du mich? Nee, ich sehe dich nicht. Ich bin gerade vorbeigeflogen. Oh, oh, man schießt auf mich. Wo schießt hier jemand? So. Hey. Ich muss auch zugeben, ich habe es noch nie mit Master-Tastatur gespielt, den Flugmodus, den habe ich nur mal mit Gamepad gespielt auf der Gamescom. Deswegen fliege ich auch gerade zum ersten Mal. Sie schießen alle auf mich und ich werde die Schüsse auf die zurück. Es ist so genial. Len fühlt sich gerade ja. Sehr mächtig. Das ja, so übermächtig sind die gar nicht mal in diesem Modus. Okay. Muss ja, man das sagen. Wahrscheinlich allgemein nicht, oder? Ja, sie sterben doch ziemlich schnell, wenn man gut ist. Wenn. Das gibt's doch nicht hier. Ich sehe echt nichts. Also mit dem X-Wing, mit dem TIE Fighter ist schon ganz witzig, aber irgendwie sieht man hier jemanden. Nach oben ziehen. Also irgendwie, die Flieger sind irgendwie noch nicht so angenommen in dem Modus hier. Ich glaube, die bringen eher was, wenn man dann auf die AT-ATs feuern kann. Genau, oder verteidigen kann eben. Ja. Dass sie nicht auf die AT-ATs feuern. Ja. Ups. Ich glaube immer, die Leute am Boden schießen auf mich. Oder ich. So. Au! Ich habe ihn allein mit seinem... Okay, Schwert. Hat nicht getroffen, verdammt. Das war schlecht. Boah, die Geräusche sind so genial von den TIE Fightern. Die hören sich alle ja so Geräusche gut an. Sind richtig genial. Ah, charge. Kann man eigentlich wieder, kann man eigentlich wieder landen? E gedrückt halten. Okay. Dann steigst du halt wieder aus, kannst aber nicht mehr einsteigen. Ja. Nee, will ich auch nicht. Ist zwar oh, lustig, ich hol mir das AT-AT-Upgrade. AT-AT Power Up. What? Das hatte ich noch nie. Echt nicht? Nee. Kann man nicht einfach in die einsteigen? In den Kopf halt. Und dann kann man mit denen schießen. Ja, ja, klar. Und was ist dann das? Achso, sonst kannst du mit denen laufen? Nee, kann man ja nicht. Man kann mit ihnen schießen, ansonsten schießt keiner mit denen. Aber ich sehe keine Gegner. Ja, nett. Die campen hier an... Nee, was campen die da? Ich dachte, die campen an dem Punkt, wo man den... wo sind die Rebellen? Da sind die Rebellen, da hinten irgendwo. Noch habe ich hier noch nicht so das Grandiose geleistet. Muss ich ja zugestehen. Mal schauen, ob ich noch irgendein Fahrzeug oder sowas finde.
Wäre ja ganz nett. Komm ich mal in so einen Turm rein? So, und jetzt kommt ein Orbital Strike. Jetzt packt der Len alles aus. Oh ja. Man hinterlässt übrigens Spuren im Schnee. Ja. Normalerweise. Die Gegner sind echt nicht so gut. Sieht man so ein bisschen. Ich kann noch 16 Sekunden spielen. Tu es, Len. Genieße diese 16 Sekunden. Nein! Nicht mich erschießen. Oh, und da ist einer. Jawoll! Nur blöd, wenn man halt wirklich gar keine Gegner sieht. Da haben wir schon einen Kill gemacht. Ja, komm ruhig raus aus deiner Ecke. Komm da ruhig raus. Okay. Ja, ich sehe dich. So, ich steige jetzt wieder aus dem AT-AT. Anscheinend. Ja. Ah, das war erfolgreich. Oh, wir haben die ersten. Die hatten keine Y-Wings. Echt nicht? Ja, warum denn nicht? Ich hab's auch mich gewundert. Weil sie keine Uplinks eingenommen haben. Du musst die bekommst du nicht. Ah. Genau, du musst die Uplinks einnehmen. Die brauchen, glaube ich, so 45 bis eine Minute. 45 Sekunden bis eine Minute. Und dann haben sie einen Y-Wing mehr. Und wir versuchen halt, die dann wieder offline zu schalten. Okay. Und desto mehr Y-Wings, desto länger sind die AT-ATs exposed. Mhm. Und sonst haben die AT-ATs halt immer so Schutzschilde, die Bomber dann kaputt schießen und dann kann man drauf schießen und möglichst viel Schaden versuchen zu machen. Aber sie klingt haben ja halt nicht so schlecht. Nö, es ist ziemlich nice, aber sie haben es halt nicht hingekriegt. Zu blöd. Hätte er nicht geschossen, hätte ich ihn nicht gesehen. Das wäre dumm gewesen. Oh, da ist auch noch einer. Den habe ich aber diesmal einfach nicht gesehen. Ich habe ihn erschossen, ja, mich. Sehr schön. So. Das ist eine schöne Teamarbeit. Jetzt haben sie gleich beim linken Uplink haben sie gleich das erste voll. Okay. Ja. So, jetzt haben sie ihren ersten Bomber. Oder haben wir es gerade offline gestellt? Das wäre natürlich sehr geil gewesen. Gerade noch offline gemacht. Da gab es einen AT-ST, glaube ich, zu holen da hinten. Ich hol mir mal den AT-ST. Hier renne ich dahin. Renn für dein Leben. So. AT-ST, sehr schön. Und dann mal aktivieren, dann seht ihr auch mal ein Fahrzeug von mir gefahren. Ah, Critical Killer ist das bloß. Ja, hatte ich auch schon viel zu oft. Kommt man hier durch? Ja, der kommt überall rüber. Also diese Runde ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Das schaffen die niemals mehr, die zwei AT-ATs zu zerstören. Aber mit Len sollte man öfter spielen, habe ich das Gefühl, da gewinnt man immer. Ich bin der Winner. Oder ich bin hier einfach das Glückskind. Das kann natürlich auch sein, der Glücksbursche. Ja, das heißt nicht umsonst gewinn Len. Ja, gewinn Len. Genau so heißt es. Ah, das hat mal ein Vibing durchgeführt. Wow, Boots. Das ist ein Battlefront-Moment, wenn ein Flugzeug abstürzt und die Explosion riesig ist. Au! Au, was schießt auf mich? Hört ja auf. Du bist ein AT-ST. Nice. Du warst das, gell? Du hast auf mich geschossen. Na, das machst du aber nicht nochmal. Nee, das warst nicht du, das warst du hier. What? Okay, aussteigen, aussteigen. Ich bin doch auf E gewesen. Ach, das ist doch blöd. Mann. E gedrückt halten. So, sie haben ihren ersten Bomber. Aber es war schon eigentlich, das muss ich sagen, war bei Battlefront schon cooler, dass man direkt einsteigen konnte in die Dinge, einfach wenn sie auf dem Feld rumstanden. Das fand ich schon einen Tick besser. Dafür können jetzt die Gegner es halt nicht mehr nehmen, oder? Können die Power-Ups auch von den Gegnern benutzt werden für die eigenen Flieger? Was? Können die Power-Ups von den Gegnern auch benutzt werden für die eigenen Flieger? Du also, dass die Gegner jetzt. Ja, TIE Fighter oder was weiß ich, Fahrzeuge, irgendwas. Nein, die haben ihre eigenen. Okay, die sehen die auch gar nicht, unsere Dinger, oder? Okay. Nö. Oh, ich hatte gerade einen Thermaldetonator, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ich hatte gerade eine Dubstep-Bombe und ich wurde aber getötet. Schade. Bevor ich sie werfen konnte. Beziehungsweise ich habe sie irgendwie geworfen. Aber war nicht so gut. Ja. Normalerweise behält man diese Gadgets, also so Bomben oder Gewehre zum Aufstellen, die behält man auch über den Tod hinaus. Mhm. Sachen wie ich habe AT-AT. Helden, AT-AT und solche Sachen behält man nicht über den Tod hinaus. Okay. Was? Warum? Warum wurde ich gestört? Ich bin doch in dem Ding drinne. Ich hatte es doch bei ihm. Hä? Verdammt. Ach, Beta. Was denn? Beta-Front. Ja, ich habe das aktiviert gehabt, das AT-AT-Ding, und dann saß ich da und plötzlich saß ich wieder. War es weg, der Bildschirm, und dann saß ich wieder da. Ist doch doof. Blöd. Mann, da hat man einmal die Chance, sowas zu bekommen und dann. Steig ich mal in einen TIE Fighter ein, wenn ich nicht sterbe. Ja, da hockt einer im Geschütz da vorne. Das ist ein bisschen ich bin jetzt in die Deckung gegangen. So, und dann kämpfen wir ein bisschen mit dem TIE Fighter. Aus der First Person.
Oh, verdammt! Ich habe einen erschossen! A-Wing hat mich sofort gekillt. Er war direkt hinter mir. Kleiner Drecksack. Wow, wow, wow. Da wird der Lenny aber ausfallend. Ja, jetzt haben sie... Ja, Rebel Scum. Jetzt haben sie schon zwei Bomber und gleich schon den dritten. Ja, dritten Bomber. Kann man seinen eigenen Leuten eigentlich starten mit dem Raketenwerfer? Nein. Okay, gut. Es gibt keinen Team Damage. Das ist eine kluge Idee, in die Echo-Basis mit dem Raketenwerfer reinzurennen. Jetzt kommen die Y-Wings, Y-Wings incoming. Jetzt, wenn der Balken voll ist, dann können unsere AT-ATs verletzt werden. Okay, deswegen war nicht so alle, gut. Alle Rebellen, die auf unsere AT-ATs schießen, bitte abhalten davon. Ja, ich halte sie gerade eher davon ab, nicht auf mich zu schießen. Solange sie auf dich schießen, ist okay. Okay, ja, dann beschäftige ich sie noch ein bisschen. Ja, yeah, da wollte einer in Deckung gehen vom Len. Ja. Die wollte in die Flanke fallen. Servus, Len. Ich komme von links. Hi. Ah, die Echo-Bar sieht schon sehr schön aus hier. Ja, diesmal haben sie schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Sehr schick, sehr schick. Aber jetzt ist auch schon... Jetzt habe ich den Thermal Imploder. Thermalen Implodator. Okay. Ja, klingt das gut. Das ist die Dubstep-Bombe. Werde ich gleich einsetzen. Mach das. Ich laufe noch ein bisschen durch die Echo-Base und schau mir an, was es hier sonst so gibt. Zum Beispiel Rebellen, die man erschießen kann, wie den ich da. Ich war zu nah an der Bombe. Are you effing kidding me? Fairfight Band. Nice. Warum schmeißt er die ganzen Dinger, die ganzen Leute raus? Weil die Aimbot anhatten. Echt? Ja. Okay. All diese Leute sind Cheater. So, ich gehe mal wieder in AT-AT rein. Ja, ich bin im AT-AT. Check das. Ich bin auf deiner Seite, du. Honk. Du checkst, was? Na, check das Spiel, das ist echt gut. Also wer faked und wer... Momentan, ja, ist halt normale okay. Softwareerkennung halt. Ja, bei Battlefield kann ich mich nicht erinnern, dass immer so viele rausgekickt wurden. Ja, weil da man auch ja dafür zahlt. Man zahlt ja 70 Euro. Man hat ja 70 Euro gezahlt, um das Spiel zu spielen. Hier muss man gar nichts zahlen. Deswegen ist es jetzt noch halt... Ach, TIE Bomber gibt's... Nein, ich brauch keinen TIE Interceptor. Wo hau ich was runter? Nein, das war zu nah. Egal. Ich sehe nämlich überhaupt keine... Ja. Also auf Entfernung ist das nicht so optimal hier. Der Spaß. Also ich will das auf jeden Fall mal so lange spielen, bis ich einmal den Helden gewesen bin. Ach, leck. Du musst halt finden, den Helden. Ja, das ist mir klar. Der da oben, der nervt mich, der kämpft da so. Verdammt. Irgendwie ist das Ziel nicht gescheit. Kommt der Mega-Granatenwurf, aber ich glaube, das hilft auch eher weniger, oder? Er hat noch ein bisschen was gekillt. Nein, das hat nicht geholfen. Das hat definitiv nicht geholfen. So, jetzt kann ich ein bisschen snipen. Oh, da ist Luke. Stirb, Luke. Luke! Schade. Wo ist Luke? Ich will Luke sehen. Willst du zumindest mal den Helden sehen, wenn ich sie schon nicht spielen kann? Wo er ist tot. Noch nicht. Noch nicht? Jetzt ist er tot. Oh, umso besser. Ah ja, ich habe gesehen, wie er gerade zusammengebrochen ist. Ja. Wo tauchen immer diese Heldensachen auf? Ich weiß nicht. Gibt bestimmt bestimmte Punkte. Und dann random. Okay. Ich weiß, bei Helden weiß ich nicht, ob es bestimmte Punkte sind. Also bei den meisten sind es bestimmte Punkte. 11 Leben hat er noch. Wenn der andere nicht mitgeschossen hätte, hätte ich ihn erwischt. Geh mal zur Len in den Graben. The Rebels have taken control of the Uplink Station. Ist momentan nur Englisch, die Beta, also wer sich wundert. Oh nein. Die gibt es noch momentan noch nicht auf Deutsch. Die wird es auch nicht auf Deutsch geben. Ach, mich im Nahkampf. Im Nahkampf. Oh, komm. Ja, das war bitter. Der hat dich, glaube ich, aber auch erwischt, oder? Von hinten. Was? Der Kerl im Nahkampf, hat er dich auch erwischt gehabt? Ja. Ja, der war nervig. So. Oh, noch ein AT-AT. Oh, eines der berühmten Schwebeteile von Hoth. Jetzt ist weg. Gib mir AT-AT. Oh, kriege ich gerade viele Power-Ups, ey. Len ist schon wieder viel zu sehr verwöhnt. Victory! Jawohl. Ich bin jetzt im Kopf vom AT-AT und schieße auf die Echo-Basis. Kann man schon mal machen. Ja. Len hat's mal wieder gerockt. Ja, natürlich, total. 10 zu 6? 10 zu 6? War jetzt also bitte, auch 15 Minuten lang. Positive KD. 10 Minuten. Positive KD. 15. Nein, meine Aufnahme sagt momentan 14:45. Ja, wir haben aber auch vorher noch was... Wir waren vorher schon mal in einem Spiel drinne. Da hatten wir aber nach einer Minute verloren, deswegen habt ihr das nicht gesehen.
Du Schelm. Es wurde euch vorenthalten, wie ich 25 Punkte verdient habe, dafür, dass ich teilgenommen habe. Die Teilnehmermedaille oder so. Oh. Origin ist so nett. Ja, EA gell. Ist nett. Wait, man wird hier verwöhnt. Ja, EA ist nicht schlecht. Also bitte, ohne EA wird es keine Star Wars Spiele geben gerade. Kein Battlefront. Es würde kein Battlefront geben, ohne EA. Mhm. Von daher, es hat jetzt EA erstmal ganz viel gut bei mir. So, Unlocks. Schauen wir mal, ob wir was Neues kaufen können. Stufe 4 sind wir noch nicht. Ne, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Ich glaube, jetzt bleibe ich wechsle mal wieder zur anderen Waffe. Tu das. Und mache ich. Und dann starte ich auch schon wieder rein. Was bringt die Ion-Granate? Vehicle Shields and Droids. Da geht der Spaß wieder los. Vielleicht schaffe ich es diesmal ja, ein Jedi zu werden. Ich würde hat mich aber sehr 12 freuen. Sekunden Cooldown und das macht mir keinen Spaß. So, Level 5 wäre ich gern. Dein Spiel hat sich aufgehängt? Yep. Bist dir sicher? Ziemlich, ja. Bist dir nee, ganz hat sich nicht aufgehängt. Hat sich nicht aufgehängt. Hat sich nur ewig. Hat nur ewig gehängt, aber nicht aufgehängt. Siehste. Ah, hängt schon wieder ewig. Ah, leck, übel. Ah, leck des Todes. Aber ich habe einen Kill gemacht. Leck zurück. Ja. Egal, ich habe einen Kill gemacht, alles gut. Bin zwar auch gestorben. Oh, der TIE Fighter, holy crap. Oh holy ja, ich hab's gesehen. Crap. Der ist direkt neben mir eingeschlagen, direkt neben mir. Die andere Waffe ist auch nicht so schlecht, man muss halt gedrückt halten, man soll nicht einzeln schießen. Oh, ich habe einen Thermal-Imploder. Hab ich jetzt dazugelernt. Ist auch schön. Kann man auch mal gebrauchen. Junge, würdest du mal das Teil aktivieren? What the fuck? PTFO, meine Güte. Ah ja, das mit der Entfernung schießen üben. Wow, üben wir nochmal. Ja. Schon wieder ein TIE Fighter Suizid auf mich runtergeflogen. Sherlin. PTFO, play the fucking Du ziehst die einfach an, Len. Oh, in der Luft, nice. Blasterkanone, ja, das war übel. Ja, so. Ja. Wir defenden das Uplink. Machen wir. Ja, bitte mach das. Wir brauchen da so sind schon wieder drei von denen. Drei. Wir brauchen nein, so viele Y-Bomber wie möglich. Y-Wings. Warum hat der andere nicht auf mich geschossen? Der hätte mich doch locker erschossen gerade. Wieso? Hä? Nein! Uplink down. Wäre sie nicht zu zweit gewesen, ich hätte ihn erwischt. Ich hätte es fast gegen zwei geschafft. Ja. Fast. Aber fast ist leider nicht ganz. Oh my halt. God! Von fast kriegt man keine Kills. Da war einer, ja, komm ruhig raus. Ja, da hilft das Wegfliegen auch nichts, mein Freund. Ich sagte, da hilft das Wegfliegen nichts. Es hatte doch was geholfen. Oh, das war einer. Ja. Was ist passiert? Ich sehe schon, ich habe noch viel zu lernen in diesem Spiel. Ja. Boah, diese Geschützstellungen sind ja krass. Die schießen ja richtig schnell. Ah, dammit! Man kann aber leider nicht so richtig. Au! Es ist klar. Auf die Map schauen. Wenn jemand Orbital Strike schreit im Spiel, dann. Wegrennen. Wegrennen, egal wo man ist, rennen. Auf die Map schauen. Da siehst du rennen. Den Kreis von der Map. Aber das kam auch relativ spät, der Schrei, oder? Kommt immer rechtzeitig. Aktiviert er das jetzt oder nicht? Danke. In Geduld du dich üben musst. Geduld. Ich will aber echt mal einen Helden spielen. Wieso sehe ich nie Geduld die Helden? Ich nicht habe. Oh Mann, Helden. So, treffe ich den. Au! Gemein. Die schießen immer auf mich. Die wollen mich immer umbringen, Len. Ich habe ihnen doch nichts getan. Ich will doch nur spielen. Wow. Ich will sie doch nur schießen. Wieso verstehen sie das denn nicht? Aktiviert mal den da hinten, bitte. Nee, das ist ein AT-ST, da gehe ich nicht mehr hin. Ja, bei dem bin ich. Ihr sollt ja den anderen aktivieren. Ach so. Ja. Holy crap. Alle schießen auf den AT-ST. Ja, es ist ja auch nicht dumm. Orbital Strike, den habe ich nicht mitbekommen. Well. Wir haben drei Y-Wing. Das sind vier zu wenig. Da sind Gegner. Gib mir den Charge. Geh doch mal drauf da unten. Mann. Ach, da ist der AT-ST. Ich hab den noch getroffen, wieso hat er so wenig abgezogen dem da? Ja, ich muss ihn jetzt erst eben erschießen. Mann. Wenn man nicht alles gleich macht. Ist der ATS hier down? Ja, ich denke, oder? Ich geh mal stark davon nur, aus. Ich kann sich auch einfach nur verstecken. Ach, immer diese schöne Star Wars Musik. Ja. Klar. Und das bedeutet, dass ein Hero kommt. Und ja, ich hab ihn nicht. Ja.
Oh, gerade gab es die Dubstep-Kanone. Ja. Ich habe sie gehört. Bombe. Naja, irgendwo muss sie auch abgeschossen werden. Das ist eine Granate. Oh, verdammt, scheiß Thermaldetonator. Achso, wirft man die? Achso, die wirft man, ja, okay. Ja, die wirft man. Okay. Er hätte ja sagen können, dass er so einen Granatenwerfer abgeworfen wird. Das hätte sein können, ja. Wäre alles im Bereich des Möglichen gewesen. Ja. Da ist schon wieder so ein Sniper, der mich tötet, das sehe ich schon wieder. So. Mal abgesehen davon, dass ich auf die Entfernung nicht treffe. Na, immerhin haben wir nachgeladen. Das heißt, wir können hier wieder direkt ins Gefecht starten. Hinter Luke hinterher. Aua. Da unten sterbt doch, ihr beide. Jawohl, beide gekillt. Der andere Typ ist in den X-Wing rein. Nein, was machst denn du da mit der Granate, Mensch? Das ist ja noch schlechter als ich. Au, 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 au. Muss man erst das Granaten werfen, wenn ich sie schon dabei habe. Jawoll! Double Kill! Was? Kill Assist? Komm, jetzt noch den schnell aktivieren, damit wir vielleicht einen Y-Wing mehr bekommen. Ah, wow, wow, wow. Die Imperialen sieht man hier echt nicht besonders gut. Die sind echt ziemlich gut getarnt in dem Weiß. Nein, du sollst auf die. Warum wirfst du die Granate nicht? Mensch! Mensch, Meier, wirf doch mal die Granate. Unglaublich.